Ja, wir haben 17 Uhr Donnerstag, das heißt, bei Jung ist Lecture-Zeit. Und ich freue mich, Sie heute zu der DRM-Preis 2020 Shortlist Lecture zu dem Thema Mixed Use begrüßen zu dürfen. Heute haben wir als Gäste Matthew Griffin und Britta Jürgens von Deadline Architektur und Matthias Marschner von Hirner und Riehl. Ich freue mich auf zwei spannende Vorträge und übergebe jetzt das Wort an Jörg Förster. Sie haben sicherlich gemerkt, dass heute nicht Peter Schmal bei uns ist. Ich denke, der hat sich auch einmal Urlaub verdient und deshalb ist heute der Jörg bei uns. Jörg, wir fangen gleich mit dem Vortrag von Deadline an und du darfst uns kurz ein paar Dinge aus der Jury zu dem Projekt erzählen. Hallo Nicole, hallo Matthew Griffin, hallo Britta Jürgens und hallo Matthias Marschner. Ja, wunderschön, heute hier sein zu dürfen, ein bisschen zu den Projekten zu erzählen. Wobei Peter hat keineswegs Urlaub, Peter hat Termin, muss so einige städtebauliche Entwicklungsprojekte sich in Frankfurt anschauen. Aber mir ist es ein großes Vergnügen, ein bisschen zu den beiden Projekten zu erzählen. Mixed Use haben wir den heutigen Vortrag übertitelt. Mixed Use, das ist ein gemeinsamer Nenner dieser beiden höchst unterschiedlichen Projekte. Wenn man stärker macht, müsste man sagen, beide sind eigentlich Projekte, die sehr viel dem jeweiligen Stadtteil geben. Ob das jetzt das Fritz 23 in der südlichen Friedrichstadt in Berlin ist, für dieses neue Kulturquartier, das so in der Achse zwischen Friedrichstraße und dem Jüdischen Museum entsteht. Das gilt aber auch genauso fürs Bellevue, die Monaco von Hirner und Riehl in München im Glockenbachviertel, was da ebenfalls einen ganz starken Impuls in den Stadtteil setzt. Das Spannende jetzt bei dem ersten Projekt, von dem wir hören werden, beim Fritz 23, ist natürlich, dass es eigentlich viele Projekte sind. Es ist die erste Baugruppe gewerblichen Zuschnitts gewesen, also eigentlich ein Thema, was ansonsten auftaucht bei Wohnungsbau, dass das jetzt hier im Gewerbebau auftaucht. Es ist eine höchst gemischte Angelegenheit, also was ist im Fritz 23 drin, soweit ich das überschaue. Also es ist ein gemeinnütziger Bildungsträger dabei. Es sind Ladenlokale drin, vom Fahrradgeschäft über das Café. Es ist ein Hotel mit dabei und es sind sehr viele kleinere und größere Büroeinheiten, ob das jetzt so einzelne Arbeitsbereiche sind oder ganze Redaktionen bis hin zu den Gästeräumen von der recht bekannten Architekturzeitschrift. Also das ist sehr breit gestreut, dazu gibt es auch noch einen wunderbaren Dachgarten und formal ist die Sache eine ganz höchst diffizile Geschichte. Das, was als ein Gebäude erscheint, sind, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gleich eigentlich drei voneinander getrennte Gebäude. Also drei getrennte Gebäude, die eine einheitliche Erscheinung haben, die ganz viele Mitbauherren haben und gleichzeitig ein Projekt, das immer den Anspruch hatte, sehr viel dem Stadtteil zu geben. Es war ja Konzeptvergabe gewesen. Und da bin ich unheimlich gespannt, von der Britta Jürgens und vom Matthew Griffin da ein bisschen dazu zu erfahren, bei diesem höchst spannenden, höchst komplexen Projekt. Und das ist wirklich für jeden, der demnächst mal nach Berlin reist, also ein Must-See, diese ganze Achse. Wir haben ja neulich schon davon gehört, direkt daneben an der Friedrichstraße ist ja auch von E2A entworfen, der Neubau von der TAZ. Und dann, wie gesagt, kommt es bis 23 und dann gibt es noch das Metropolenhaus und dann gibt es natürlich das integrative Bauprojekt am Blumengroßmarkt. Und dann ist man schon bei dem legendären jüdischen Museum vom Liebeskind angekommen. Ja, so viel vielleicht als kleine Einleitung zu der ersten Projektvorstellung. Gut, dann würde ich jetzt den Bildschirm weitergeben. Und liebe Zuschauer, Sie haben natürlich die Möglichkeit, während des gesamten Vortrags Fragen zu stellen. Es gibt ein Fragenfeld. Tippen Sie einfach Ihre Frage ein, auch wenn Sie technische Probleme haben. Meine Kollegin Diane Slavic ist im Backoffice und wird Ihnen da behilflich sein. Ich schalte mich jetzt während des Vortrags ab. Bis später. So, ich hoffe, dass ihr uns alle hören könnt. Also wir freuen uns sehr, dass wir heute unser Projekt Fritz 23 präsentieren können. Das Projekt ist ein Projekt, der dann weit über das normalen Rahmen von einer Architektenleistung hinausgeht. Wir denken ganz viel über Stadtmachen. Was bedeutet das eigentlich? Und das Thema DIY, Do It Yourself, ist einfach eine große wichtige Thema für uns, weil wir glauben, dass dadurch werden die Städte dann eben anders, als man normalerweise kennt und glaubt. Das Projekt
ist neulich in das Bauwelt gemeinsam mit den anderen Projekten von der Umgebung, die gerade beschrieben worden sind, präsentiert vor 2 Jahren jetzt mittlerweile. Und wir glauben, dass diese ganze Geschichte dient dazu, die Stadtentwicklung neu zu denken. Also wir sehen unserem Projekt als einen Baustein in einen größeren Zusammenhang. Und wir haben dann angefangen vor 9 Jahren ziemlich genau mit diesem Projekt, mit der Projektentwicklung und haben dann eben diese komplexe Zusammensetzung Stück für Stück entwickelt. Und wir sehen darin die Möglichkeiten, unsere Praxis als Architekten zu erweitern. Wir glauben, dass die Architekten Kompetenzen haben, die denn normalerweise die Projektentwickler kommerzieller Hinsicht nicht haben, auch eine gewisse Sensibilisierung zu, was bedeutet es, Stadt zu machen, was braucht eine Stadt. Und diese Fragen dürfen die Architekten meistens nicht bestimmen in einem Projekt. Und gerade weil wir das von wirklich null an begleitet haben oder ins Leben gerufen haben, könnten wir dann eben diese Prioritäten setzen und dafür sorgen, dass das Haus was ganz Besonderes werden könnte. Das ginge natürlich nicht ohne das Gemeinschaft, die wir dann gebaut haben. Wir haben das immer so, die Aufgabe so gesehen, wir bauen zuerst dieses Gemeinschaft und das Haus entsteht natürlich drumherum. Und das ist unser Motto gewesen, erster Dialog, dann das Design. Wir haben ganz viel mit ganz vielen Leuten gesprochen über die Jahre. Das hier ist ein Diagramm davon, von den verschiedenen Akteuren und Prozesse, die dann hinter dieses Projekt oder hinter dieses Projekt stehen oder die notwendig war, um dieses Projekt zu realisieren. Das ist ganz komplex und das wird die Rahmen von diesem Gespräch sprengen, das alles zu erläutern. Und das eine ganz wichtige Komponente des ganzen Geschichte war das Konzeptverfahren. Das ist Berlins erste Konzeptverfahren. Es war die Vergabe von 3 Grundstücke rund um das Blumen Großmarkt. Auf diesem Bild sieht man dann eben das Jüdische Museum und das ehemalige Blumen Großmarkt in der Mitte. Die 3 Baufelder, die dann im Konzeptverfahren vergeben worden sind, sind blau markiert drumherum. Unsere war Baufeld 2. Und wir haben dann ganz eng mit den Projekten von den anderen 2 Baufeldern gearbeitet über die Jahre, um das Gebiet zu entwickeln. Wir haben uns gemeinsam eine Projektgruppe genannt, PXB, Projektgruppe Exblumen Großmarkt. Und das PXB hat dann nach dem Konzeptverfahren diversen Prozesse gemeinsam durchgemacht. Also zu den Konzeptverfahren selbst war die Entscheidung getroffen, basiert 60% auf das Nutzungskonzept und 40% auf das Preis. Das ist eine Sache, die sehr schwierig zu bewerten ist. Wie vergleicht man einen Preis überhaupt mit einem Konzept? Was ist ein Konzept wert? Und ich glaube nicht, dass das jetzt die beste Methode ist, um ein Konzeptverfahren durchzuführen. Ich glaube, es wäre besser, 100% nach Konzept zu entscheiden mit einem festen Preis oder umgekehrt einen festen Konzept und man bietet dann eben den besten Preis. Aber diese Mischung war schwierig in der Bewertung und es war ein Prozess, der über 18 Monate hinweggegangen ist und dann diverse Phasen. Aber das Vergabeverfahren endete mit einer Ausstellung, wo die 6 Finalisten für die 3 Grundstücke dargestellt worden sind. Dann gab es auch einen öffentlichen Workshop dazu, wo die Projekte heiß diskutiert worden sind und erst danach hat die Jury ihre finale Entscheidung getroffen. Nach der Entscheidung haben wir eben diese PXB-Gruppe gegründet und wir haben gemeinsam ein dialogisches Entwurfsverfahren durchgeführt, das hieß qualifizierende Verfahren. Das haben wir ausgehandelt mit die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, also einen Ersatz für einen Wettbewerb. Weil diese 3 Projekte alle dialogisch entwickelten Projekte waren, war es nicht möglich, einen klassischen Architektenwettbewerb durchzuführen. Wir haben aber auch ein sehr hochwertiges Verfahren entworfen und durchgeführt. Da gab es 4 Workshops, wo jeder Projektteilnehmer
gemeinsam mit den anderen Projekten ihre Arbeit in die verschiedenen Stadien vorgestellt haben. Die erste war zum Beispiel die städtebauliche Kontext oder die städtebauliche Entwurf. Die letzte ging es mehr um Farben und Fassadendetails. Und die Gremien, die da oder die Beirat für diese qualifizierenden Verfahren bildet sich aus wichtigen Leute aus der Nachbarschaft, zum Beispiel das Jüdische Museum oder das Sanierungsbeirat und diverse andere Initiativen. Es gab dann auch eine Vertreter der Verkäufer, Hans Feudel von der BGM, damals der Geschäftsführer. Es gab Vertretung von beiden Ebenen der Planungshoheit in Berlin, die Senatsverwaltung und die Bezirksverwaltung. Es gab drei externe Architekten. Und die jeweiligen Entwürfe wurden präsentiert und es war für uns auch eine sehr hilfreiche und interessante Verfahren. Die PXB hat auch die Bauhütte ins Leben gerufen, gemeinsam mit die TAZ und die Bezirksamt. Die Bauhütte ist eine Idee, die stammte aus Initiativen in der Nachbarschaft. Das wurde dann eben von diversen Nachbarschaftsinitiativen betrieben, über mehrere Jahre hier vor Ort auf die Baufelder. Das war eine ganz spannende Experiment und da haben wir dann auch Veranstaltungen gehabt, wo wir die Projekte zu den Nachbarn präsentiert haben. Es gab dann auch diverse andere Projekte, um die Nachbarn in das Entwicklungsprozess einzubeziehen. Wir haben da Parkfeste und Flohmärkte veranstaltet. Wir haben dann Ausstellungen da gehabt und die Bauhütte ist jetzt umgezogen neben der TAZ-Gebäude und arbeitet dort weiter. Jetzt gebe ich die Nico und Britta. Ja, hallo. Jetzt gehen wir mal ein bisschen konkreter ans Projekt. Konzeptverfahren, ja, welches Konzept haben wir denn nun überhaupt eingereicht? Es gab schon eine Grundlage, auf der wir dieses Konzept aufbauen konnten. Und zwar hatte der Bezirk zusammen mit Aktivisten vor Ort schon über mehrere Jahre Workshops geführt, wo die ganzen Nachbarn befragt wurden, was sie denn gerne hier um den ehemaligen Blumengroßmarkt entwickelt sehen wollen würden. Und da gab es ein Ergebnis. Und auf der Grundlage dieses Ergebnisses haben wir dann nochmal geguckt und auch nochmal gefragt, was fehlt denn hier, was fehlt überhaupt zu dieser Zeit an diesem Ort in der Stadt und sind zu dem Schluss gekommen, was die Bürger sich da gewünscht hatten, war sowieso ein Kunstquartier generell und auf unserem Grundstück war Bildung und Coworking und auch ein Kunstverein gefordert. Und wir haben damals schon absehen können, das ist jetzt immerhin 10 Jahre her, dass das ganze kleinteilige kreative Gewerbe zunehmend verdrängt wurde aus den typischen Berliner Fabriketagen, die dann schon anfingen, in Luxuslofts umgewandelt zu werden. Und wir engagieren uns eigentlich seit Bestehen unseres Büros für die selbstgemachte kleinteilige Stadt. Und wir hatten das Gefühl, da muss jetzt dringend dagegen gehalten werden und dachten, es wäre jetzt auch an der Zeit, das in Berlin zigfach erprobte Baugruppenmodell für Wohnnutzung auch mal zu erproben, ob das nicht auch möglich wäre für kleinteiliges kreatives Gewerbe. Das war ein recht riskantes Experiment, da natürlich jeder weiß, dass ausgerechnet die Kreativen ja jetzt nicht mit dem üblichen finanziellen Polster gesegnet sind, das man braucht, um Eigentum zu erwerben. Wir haben gesagt, das kann jetzt hier nicht die Lösung für alles sein, aber es kann ein kleiner weiterer Baustein sein in einer vielschichtigen, kleinteiligen Stadtentwicklung und haben gesagt, okay, wir probieren das jetzt einfach. Wir haben das eingereicht, das Konzept. Hier sehen wir 32% Bildung, 22% Kreativwirtschaft, 15% Einzelhandel, 15% Minilofts, was Kurzzeitapartments sind, damit da auch ein Kommen und Gehen in dem Haus ist, auch von außerhalb, 12% Kunst und 4% Gastronomie. Genau, wir hatten uns gewünscht, dass das so kleinteilig wie möglich entwickelt wird. Und
Anscheinend war die Zeit reif dafür, wie man hier sieht, bevor überhaupt irgendein Entwurf stand. Es gab nur dieses Konzept, hat es schon auf die Bauwelt-Titelseite geschafft. Und hier nochmal ein Blick auf die Eigentumsstruktur, die zweischichtig ist. In der Mitte die, sage ich jetzt mal, die eigentliche Baugruppe, was die GbR ist. Die besteht aus ca. 38 verschiedenen Eigentümern, die völlig unterschiedlich sind vom allein wirtschaftenden Konzertpianisten, der in seiner Einheit wohnt, seine Konzertagentur betreibt und auch seinen Übungsraum hat, bis hin zu größeren Firmen wie zum Beispiel Competition Line, die dann an die 30 Mitarbeiter, glaube ich, mittlerweile haben. Und dazwischen sieht man eben hier die ganzen vielen verschiedenen Nutzungen. Das sind nur einige davon aufgeführt. Und genau, und ich muss nochmal kurz zurück zur Eigentumsstruktur. Das sind jetzt die Inhalte. Genau. Der mittlere Teil sind ca. 65% des Gebäudes. Ca. 20% des Gebäudes gehört Forum Berufsbildung, dem gemeinnützigen Bildungsträger. Da er gemeinnützig ist, darf er nicht mit privatwirtschaftlichen Firmen gemeinsam ins Risiko gehen. Und deshalb war gefordert, dass es ein eigenes Grundstück rechtlich abgesichert sein musste. Wir selber sind hier mit diesen Mini-Lofts, den Kurzzeit-Apartments, auch beteiligt. Wir betreiben die. Und auch unsere Bank hätte uns natürlich den Kredit nicht gegeben, wenn wir nicht ein eigenes Grundstück hätten nachweisen können. So, nochmal weiter hier. Genau. Genau, kontrastreiche Vielfalt, einteilig, dreiteilig, kleinteilig. Die Eigentumsstruktur ist halt sehr vielschichtig. Trotzdem war uns als Architekten, aber auch der ganzen Gruppe wichtig, dass wir nach außen hin als ein Gebäude auftreten. Was sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise der normale Projektentwickler kauft ganze Blöcke und hängt dann Fassaden davor und tut so, als ob das lauter kleine verschiedene Gebäude wären. So, dann sehen wir mal hier einen Blick in eins der ersten von wahrscheinlich 60 Baugruppentreffen über die Jahre mit den ersten Partnern, die Interesse hatten, beizutreten. Wir hatten ja den Slogan, erst der Dialog, dann das Design. Wir arbeiten grundsätzlich kooperativ anstatt competitive, also anstatt Wettbewerbs. Und auch hier haben alle Leute in jedem Entwicklungsprozess des Projektes immer mitreden können. Natürlich haben wir immer erstmal eine Vorgabe gemacht und gesagt, dies geht, dies ist überhaupt möglich innerhalb des rechtlichen oder finanziellen Konzeptes. Und dann gab es große Diskussionen und dann haben wir weitergearbeitet bis zum nächsten Treffen. Wir haben auch mit unseren Kollegen von den Nachbarbaufeldern zusammengearbeitet. Matthew hat es schon gesagt, wir hatten diese PXB-Gruppe gegründet, haben gemeinsam das qualifizierende Verfahren entwickelt und die Bauhütte betrieben und auch finanziert, zusammen mit der TAZ und dem Bezirk. Hier sieht man nochmal ein bisschen, hat man einen Blick. Es gibt Einheiten, die sind 28 Quadratmeter. Da teilen sich drei Journalisten eine Schreibstube. Dann gibt es Einheiten, die gehen über drei Geschosse als Maisonette oder auch über zwei Geschosse. Also sehr vielschichtig. So, wie kam es dazu? Das war natürlich auch sehr riskant. Wir sind seit Mauerfall hier aktiv, nach Mauerfall, und wir haben sehr zu schätzen gelernt, die Freiräume, für die Berlin berühmt wurde. Wir haben gesehen, wie Freiräume sich angeeignet werden von Leuten, die was wollen, die was können, die was machen. Und das ist ja zunehmend am Verschwinden gewesen, schon vor 10 Jahren, jetzt zunehmend noch mehr am Verschwinden. Und wir wollten dieses Prinzip auf ein Gebäude anwenden, Freiräume anzubieten. Und deswegen haben wir gesagt, wir bieten hier jetzt nur ein leeres Stahlbetonregal
Und die Partner, die mitmachen möchten, first come, first serve, können sagen, ich möchte an der Stelle im Regal die und die Quadratmeter oder Größe oder dies oder das. Und die anderen, die und am Ende waren nur noch 28 Quadratmeter übrig. Der letzte, den weißen die Hunde, der musste dann das nehmen, so wie es war. Aber der ist auch sehr glücklich, kann ich nur sagen. So, hier sieht man es nochmal, kleinteiliges Gewerbeeigentum. Das Betonregal hat sich dann eben über mehrere Jahre ganz langsam gefüllt, weil natürlich tatsächlich ist so, ist, dass nicht viele Leute sich das überhaupt leisten können, ihren Arbeitsort sozusagen auch zu besitzen. Aber gerade dieser Aspekt war uns politisch wichtig, einfach um geschützt sein, zu sein vor Verdrängung. Und für kleinteilige Gewerbe ist es natürlich auch einfach eine Sicherheit, eine finanzielle Sicherheit. Fast alles an dem Gebäude war für die einzelnen Partner und Bauherrinnen möglich, bedarfsgerecht und maßgeschneidert zu bekommen. Ob das jetzt Balkone waren, ob das die, da komme ich gleich nochmal zu, ob das die Balkone waren oder die Fenstergrößen oder in verschiedenen Materialien, Fliesen. Also jeder konnte sich im Prinzip wirklich unglaublich viel so auswählen, wie er oder sie das gerne haben wollte. Das Einzige, das hat dann zu dem einen kleinen, ich glaube, vertretbaren Nachteil geführt, dass die ganzen Schächte nicht übereinander liegen konnten. Das war natürlich für die Baufirmen ein ganz schönes Angehen und auch finanziell war es jetzt nicht super effizient, aber dafür, dass wir jetzt so ein vielschichtiges, interessantes, verschachteltes Haus haben, wo es an jeder Ecke was Neues zu entdecken gibt und an jeder Ecke Überraschungen, die man so nicht erwartet, wenn man da durchwandelt, glauben wir, dass das kann man vertreten. Und das funktioniert ja auch. Wir sehen das ganze Gebäude wie ein kleines Modell Stadt in der Stadt. Und hiermit, nein, hier kommt noch mal eine Ansicht. Da sieht man den Gemeinschaftsdachgarten zwischen den beiden höher aufragenden Gebäudeteilen. Der ist 300 Quadratmeter groß. Und Forum Berufsbildung hat aber auch noch einen eigenen Dachgarten und auch auf den Minilofts gibt es auch noch einen kleinen begehbaren Dachgarten, von dem aus man ganz rundherum noch Berlin sehen kann. Und jetzt übergebe ich wieder an Matthew. Ja, und so sah das Gebäude aus, als der Gerüst endlich runterkam. Und das ist jetzt mittlerweile fertig, also selbst die Außenanlagen und die Leute sind nach wie vor total begeistert von ihren neuen Räumen. Und ich gebe hier einfach so ein paar Eindrücke weiter von, wie das denn aussieht. Hier sieht man die Balkone zum Norden. Das ist dann der Arch Plus Space. Das ist in die Redaktionsräume von Arch Plus ein schaltbarer Raum, der dann sowohl als private Wohnungsnutzung abends genutzt wird. Tagsüber wird es dann Teil der Arch Plus Redaktion und dann machen sie das regelmäßig auch für Salons, wo das Publikum eingeladen ist. Das ist eine ganz spannende Raum. Das hier ist einen typischen Innenraum von das Projekt, wo wir einen Werkstatt für einen Drehbuchautor gebaut haben. Er hat einen wunderbaren Blick auf das Taz-Gebäude. Ja, auf das Taz-Gebäude. Das ist unseren Konzertpianist Pietro, der sich einen Übungsraum gebaut, kombiniert mit seiner Wohnung. Und er gibt dann auch manchmal Konzerte. Das ist eine 100 Quadratmeter ungefähr Einheit. Und das ist natürlich mit so einem großen Steinway sehr laut, wenn er das so laut machen möchte. Aber es ist ein toller Raum, um das Haus zu haben. Somit ist das Gebäude irgendwie auch immer voll mit Kultur. Im Erdgeschoss haben wir einen Fahrradladen, da zeigt Max eine von seinen neuen Fahrrädern. Und das ist das Café Nullpunkt, die wir selber betreiben mit eigenen Mannschaft. Das ist dann auch eine ganz andere Aufgabe. So sieht der Gebäude aus von Platz aus. Die Fassade ist in einem verkohlten Lärchenholz
gemacht. Das ist ein ganz tolles Material, eine uralte Methode, um Holz widerstandsfähiger zu machen. Die karbonisiertes Holz hat eine sehr tolle Reflexionseigenschaft. Je nach Sonneneinstrahlung ist es wirklich wie Silber und manchmal ist es wie Schwarz, je nachdem wie der Himmel ist. Die Fassade selbst ist aus Aluminium. Das ist ein eloxiertes Aluminium, der einen Nachtblau ist. Das ist eine Referenz an die Planetarium, die dann von Schinkel hier erbaut worden ist auf dieser Stelle. Von dort aus wurde das Planeten Neptun vor ungefähr 170 Jahren zum ersten Mal gesichtet worden. Und diese Fassadenfarbe ist eine Referenz an den Nachthimmel und das blaue Planeten Neptun. So sieht die Fassade aus im Detail. Auch von hinten, das ist dann ein Bild von den Minilofts. Und diese Bänder, die dann rumgehen, die halten das ganze Gebäude zusammen. Und hier kommt so das kleine Werbeblock, so sehen die Minilofts innen aus, falls einer von euch nach Berlin kommen möchte und sucht eine wunderbare Verbleib. Da kann man das hier ganz gut sehen. Gegenüber ist das Heduk-Turm für Architekturliebhaber. Und hier sieht man ein paar Eindrücke von den Minilofts. Und das war dann eben Ende unserer Präsentation. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an euch. Ein sehr, sehr schönes Gebäude, vor allen Dingen so sehr vielschichtig. Und ja, am Anfang habe ich natürlich mich gefragt, wie seid ihr auf die Fassade gekommen? Aber das habt ihr ja gerade sehr schön noch erläutert, weil es ist ja schon sehr spannend, ein so dunkles Gebäude in der Stadt zu sehen. Das sieht man ja auch nicht so häufig, aber das habt ihr ja gerade schön beantwortet. Bislang haben wir noch keine Fragen aus dem Publikum bekommen. Ich kann Sie nur ermuntern, das ist jetzt Ihre Chance, um die Architekten zu befragen. Schreiben Sie gerne während des nächsten Vortrags noch Fragen rein. Wir werden die dann am Ende beantworten. So, Jörg, jetzt übergebe ich wieder an dich. Jetzt kannst du etwas sagen zu unserem nächsten Projekt, und zwar in München. Genau, jetzt also der Sprung nach Monaco, eben nach München, zu dem Bellevue di Monaco von Hirner und Riehl. Und auch das ist ein Projekt, das, soweit ich das überblick, hochgradig partizipativ entstanden ist. Ein Projekt, das eigentlich nicht sein sollte, nämlich eigentlich in 50er Jahre 6-Geschosser im Glockenbachviertel, den die Stadt München abreißen wollte. Dazu noch ein Jahrhundertwendbau, ein Hinterhaus, also so ein Konglomerat aus 3 Bauten unterschiedlicher Entstehungszeit. Und dort gründete sich dann eine Initiative zum Erhalt dieses Gebäudes mit dem Ziel, das zu einem Nachbarschaftszentrum zu entwickeln, zu einem Zentrum auch für Geflüchtete. Und eigentlich ist es eine höchst spannende, ja, ich würde sagen, Graswurzelgeschichte, die sich daraus ergeben hat, dass dann dieses Projekt daraus wurde, tatsächlich, dass die Stadt Gelder gegeben hat, die Gebäude zu erhalten. Und dann Hirner und Riehl, das war, glaube ich, auch ein Ergebnis von einem Wettbewerb gewesen, was dann die Initiative dann ausgelobt hat, dran ging, die Gebäude, die 3 zu sanieren und das in einer hochgradig sensiblen Art und Weise. Das Ziel war eigentlich, gewissermaßen das Neue der Architektur unsichtbar zu machen, dass alles so aussieht wie zuvor. Und man muss dann lang schauen und merkt, natürlich ist es saniert, natürlich sind liebevoll goldene eloxierte Aluminiumpaneele verbaut worden, aber die sehen aus wie damals aus den 50er Jahren. Und man denkt gar nicht mehr dran, dass diese Balkons, ich habe da nach einiger Suche mal ein historisches Bild gefunden, die waren ursprünglich grausam verbrettert, das sah wirklich ziemlich auf den Hund gekommen aus, das Gebäude. Und jetzt hat es wieder was von dieser frischen Eleganz, die es damals im Wiederaufbau von München hatte. Und dazu kommt dann eigentlich so eingegraben in das Gebäude, so das kommunikative Zentrum, nämlich hinter dem wunderschönen Café, das auch dort zu finden ist. Wir haben es heute so ein bisschen mit einer kleinen Gastauswahl auch zu tun. Dort befindet sich dann eingetieft in den Hof eigentlich die Veranstaltungsbühne, die das eben jetzt gerade so im Sommer zu einem eminent öffentlichen Ort macht. Hinterhaus, das sind dann, glaube ich, noch weitere Besprechungsräume und Büros untergebracht. Aber Matthias Marschall, Sie werden uns da einiges dazu erzählen. Ich kann es nur empfehlen, für jeden, der mal nach München kommt, ins Zentrum reingeht, gehen Sie dort mal einen Kaffee trinken. Also ist höchst spannend. Also da bekommt München was, ja, ich wollte sagen, mit diesem ganzen Hof und auch dem Spielplatz, der daneben ist und so. Das könnte auch mal in Berlin sein. Das ist gar nicht so, wie man sich München immer denkt.
Wir hören Sie noch nicht. Sie müssten Ihr Mikrofon noch mal anschalten. Herr Marschner, Ihr Mikrofon ist noch ausgeschaltet. Sie müssten den Kreis mit dem Mikrofon einmal anklicken, bis es grün wird. Genau über dem Kamerasymbol ist das Mikrofonsymbol. Okay. Na, im Augenblick haben wir offensichtlich wieder so einen kleinen Streik der Technik. Herr Marschner ist noch am Schauen. Vielleicht sage ich noch ein bisschen dazu. Ja, jetzt, wunderbar. Jetzt. Ja. Wunderbar. Ich will gerade nicht anschalten, der Knopf hat nicht funktioniert. Oh. So, jetzt würde ich dann die Präsentation beginnen, hoffentlich. So, jetzt erkennbar. Also zur Architektur ist ja schon sehr viel gesagt worden. Über die Architektur hier zu reden bei dem Projekt ist aber sicherlich zu kurz gegriffen, weil das Projekt natürlich sehr weit über unsere Rolle hier als Architekten herausgeht. Deswegen würde ich es gerne als Geschichte erzählen. Und zwar von Anfang an mit der Gründung von Goldgrund Immobilien. Goldgrund Immobilien war eine Immobilienagentur, gegründet zur Vermarktung einer innerstädtischen Freifläche in München-Schwabing, der Münchner Freiheit, als Luxusimmobilie. Und da wurde also hier links oben dieses Projekt entwickelt, über den U-Bahn-Ausgang in der Freiheit mit Dienstboteneingang direkt zur U-Bahn. Natürlich eine Polemik, aber die Immobilienwirtschaft hat sich sofort draufgestürzt. Man hat also eine imaginäre Immobilienagentur gegründet und das Ganze war die Aktion von drei Freunden, die schon Jahre sich beschwert haben untereinander über die Auswüchse der Münchner Immobilien, des Immobilienwahnsinns und der Gentrifizierung, der Verdrängung bestimmter Bevölkerungsgruppen einfach aus der Stadt. Und das waren eben der Kleinkunstbetreiber Till Hofmann, der in der Stadt bestens vernetzt ist, der Redakteur der Süddeutschen Zeitung Alex Rühle und der Filmemacher Risi Ganzer. Das ist ziemlich eingeschlagen, war eine tolle Aktion und natürlich umso netter, als dass es wirklich bis ins Rathaus, ins Münchner Rathaus für Wirbel gesorgt hat, weil zwischenzeitlich keiner wusste, ob das wirklich stattfindet oder nicht. Daraufhin hat man im Prinzip auch gesucht, wie kann dieses Momentum weitergehen. Das nächste war eigentlich eine zufällige Geschichte. Ein innerstädtischer Bolzplatz, eine Freifläche, die natürlich in der Stadt München sehr selten ist, die plötzlich überbaut werden musste, in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Projekt, dem städtischen Hochhaus, das früher den Stadtwerken gedient hat und das dann als Investitionsobjekt deutsche Immobilienhochpreise nach der Konvertierung im Immobilieneigentum erzeugt hat. Und eben einige dieser Gründer damals, dieser Goldgründer, waren einfach hier in dem Dunstkreis dieser
dieses Bürgerhauses, der diesen Bolzplatz betrieben hat. Hier diese rote Fläche des Bürgerhauses ist da links in dem Block zu sehen. Und man fragte sich eben, ist das, die Stadt München wollte Wohnungsbau errichten. Man sieht hier diese drei gelben Häuser, die abzureißen waren, und man wollte das, eben, das Quadrat schließen und den Bolzplatz mit überbauen. Eigentlich natürlich auch etwas, was hier fehlt in München, Wohnraum. Aber man fragte sich, ist das jetzt die richtige Antwort, jetzt eben eine Freifläche, die von auch gesellschaftlichen Randgruppen genutzt wird, die sonst nicht wirklich wissen, was sie machen sollen, Jugendliche, Kinder, Ortskinder, die betreut werden, deren Fläche jetzt also für, also da eben den einen gegen den anderen auszuspielen. Und dagegen regte sich dann Protest. Es gab eben auch dadurch, dass dieses Bürgerhaus auch eine Elterninitiative war, die sehr gut in dem alten innerstädtischen Viertel dann natürlich auch vernetzt war, gab es große Sympathien, und die Leute sind auf die Straße gegangen und gesagt, das ist eigentlich nicht wirklich die richtige Antwort der Stadt hier an der Stelle. Klar brauchen wir Wohnraum, aber das, vielleicht ist das jetzt nicht die richtige Stelle. Und es gab auch den einen oder anderen prominenten Unterstützer. Ich sagte schon, Till Hoffmann ist sehr gut vernetzt und kennt sehr viele Prominente, die hier so in München herumlaufen. Und irgendwann entdeckte man eben dann auch diese drei Häuser, die neben dem Bolzplatz sich befanden, und sah natürlich, dass sie sich in bemitleidenswerten Zustand befanden, aber eben auch über Jahre hin wohl leer standen. Also das ließ sich dann herauskommen, dass das schon also zum Teil seit 20 Jahren Leerstand war. Angesichts eben dieser extremen Wohnraumknappheit in München, natürlich auch gerade im Münchner Zentrum, war es irgendwo nicht wirklich erklärlich, wieso jetzt diese Häuser hier einfach nicht genutzt waren. Natürlich, optisch sieht man jetzt, da fehlte es doch ganz schön an Pflege, aber die Bausubstanz war jetzt eigentlich nicht wirklich angegriffen. Also ich war da sehr früh auch mit in dieser Gruppe engagiert, und natürlich als Architekt auch in der Lage hier zu sehen, dass es sich jetzt nicht um ein herausragendes Beispiel von 50er Jahre Architektur handelte, aber doch ein erhaltenswertes, weil hier in München die 50er Jahre einfach plötzlich verschwinden, immer mehr. Also es gibt noch ein paar Beispiele von toller Architektur, die vielleicht erhalten werden und Denkmalschutz stehen, aber der Rest wird einfach entweder hinter Plastik gepackt oder abgerissen. Und insofern hatte das natürlich auch von relativ früh an meine Sympathie, dieses Gebäude. Da ist eine Innenansicht, wie das damals eben aussah. Und da die Stadt München also behauptete, die Gebäude seien unsanierbar, bildete sich eben aus dieser Protestbewegung einfach die Idee, das Gegenteil zu beweisen, und in einer Art Flashmob und einer Aktion eine Woche lang in dieses Haus einzudringen, einfach eine der Wohnungen zu sanieren, daraus einen Film zu machen und mit ein paar Prominenten, also man sieht Dieter Hildebrand damals, dieses Haus, diese Wohnungen eben so herzurichten, dass man zumindest der Stadt hier eine gewisse PR-Schlappung zufügen kann. Die Stadt reagierte auch relativ verschnupft und nicht wirklich gesprächsbereit, was dann eben in der Konsequenz dazu führte, dass man sie eben auf diesen Leerstand hinwies. Da war dann auch immer noch wenig Bereitschaft, es zuzugeben. Und
hier mal kurz ein Sanierungskonzept, das ich damals dann gemacht habe, um zu beweisen, dass das Haus eben doch sanierbar ist, im Gegensatz zu dem, was Sie behaupten. Und im Zuge der weiteren Recherche fand eben die Protestbewegung eine Vielzahl von weiteren Projekten, also von weiteren Häusern, die leer standen. Und es gab immer wieder Aktionen. Die Stadt war aber trotzdem nicht besonders gesprächsbereit. Es hat dann erst nach der Kommunalwahl mit dem neuen Bürgermeister Dieter Reiter, der hat dann Erbarmen gehabt oder vielleicht auch Sympathie, oder er hat vielleicht einen Stachel entfernen wollen, angefangen, Diskussionen zu geben mit der Protestbewegung und darüber nachzudenken, was könnte man eigentlich gemeinsam machen, wo könnte sich diese Energie nicht in was Positives richten. Die Protestbewegung hatte dann angefangen zu sagen, lasst uns doch, wenn ihr diese Immobilien nicht nutzen könnt, dann lasst uns doch was Sinnvolles damit machen, lasst uns doch den Raum so nutzen, dass es der Allgemeinheit zugute kommt. Und in 2014, also eigentlich noch vor der Flüchtlingskrise, der sogenannten, entstand dann eben auch die Idee zu sagen, lasst uns doch die Geflüchteten, die jetzt immer am Stadtrand untergebracht werden, da wo die anderen Randgruppen eben auch sind, in das Zentrum der Gesellschaft holen, in die Innenstädte, wo sie dann auch sichtbar sind, wo sie dann eben auch mit den Menschen sich auseinandersetzen, die Toleranz sozusagen bekennen, und aber sie nie unter Beweis stellen müssen. Und das ist aber zunächst, wie gesagt, zunächst war da keine Gesprächsbereitschaft, aber irgendwann öffnete man sich dann gegen diesen Gedanken, und die Stadt fing dann Verhandlungen an, und natürlich wollte man erstmal das Ganze auch an den Stadtrand verlagern, damit ließ sich dann eben diese Protestbewegung nicht abspeisen. Und irgendwann erbarmten sie sich, oder zumindest gingen sie auf die Forderungen ein und haben dann tatsächlich diese drei Häuser zur Disposition gestellt. Und natürlich, wie das bei einer öffentlichen einer Gemeinde ist oder einer Stadt, kann man so dann nicht einfach irgendein Verfahren, ein Übereignungsverfahren vonstatten gehen lassen, sondern es kam dann also zu einer Diskussion, wie man das machen kann, und daraufhin entwickelte sich der Gedanke, ein EU-weites Baurecht-Vergabeverfahren, im Prinzip eigentlich eine Art von, im Prinzip wie eine Bauvergabe, zu veranstalten. Das Konzept wurde gemeinsam entwickelt. Das war, wie eigentlich schon vorher angesprochen, eben Wohnraum für Geflüchtete und ein Kulturzentrum, ein Begegnungs- und Kulturzentrum für Geflüchtete und engagierte Münchner. Das war die Idee. Und man konnte sich sozusagen EU-weit für dieses Konzept bewerben als Betreiber. Und die Protestbewegung, um überhaupt eine Gesellschaftsform zu haben, beschloss dann eine Genossenschaft zu gründen unter Einbeziehung aller engagierten sozialen Träger, die hier vielleicht einen positiven Beitrag leisten könnten zu dem Gelingen des Projekts. Es war eigentlich nach allen Seiten offen und hat auch eine rege Beteiligung gefunden von unterschiedlichen kulturellen Einrichtungen, bis hin zu sozialen Trägern, Flüchtlingsorganisationen. Also es war eigentlich jeder willkommen, der wollte. Die Kammerspiele waren von Anfang an mit dabei, zum Beispiel auch. Und nach der Konstitution hat man sich dann hier eben beworben.
um das Projekt und war dann am Ende der einzige Bieter. Es hat ungefähr ein Jahr gedauert, das ganze Verfahren bis zur, von der Idee bis hin zur Vergabe. Inzwischen war der Sommer 2015 und hier der Herbst, die Protestbewegung veranstaltete eben auch Demonstrationen für Solidarität gegenüber Geflüchteten. Das Thema war auch, das vielleicht am Anfang gar nicht so klar war, war dann eben auch gesetzt und gefunden inzwischen natürlich. Hier ist ein Bild von der Abgabe der Bewerbung für das Projekt. Und dann bekam man eben den Zuschlag und es hatten sich inzwischen aus der Protestbewegung natürlich gegen etwas, hatte sich eine Bewegung für etwas entwickelt, natürlich längst. Und es gab wahnsinnig viele Freiwillige, die dann sofort anfingen, dieses Gebäude in Beschlag zu nehmen und eine provisorische Nutzung zu führen. Inzwischen war auch ein kleiner Architektenwettbewerb, ein Ideenwettbewerb gelaufen, aus dem wir erfolgreich hervorgegangen waren, mit eigentlich einem nicht wirklich architektonischen Konzept, im Gegensatz zu unserer sonstigen Praxis als Wettbewerbsarchitekten, die sicherlich 50% unserer Akquise ist, haben wir hier nicht mit dem fertigen Konzept überzeugt, sondern wir haben eigentlich gesagt, es ist der völlig falsche Ort, um ein fertiges Konzept zu haben. Es war zwar ein Raumprogramm da, aber trotz allem war eigentlich völlig unklar, mit einer sich gerade konstituierten Genossenschaft eine Idee und vielleicht auch eine gestalterische Idee überzustülpen, war eigentlich nicht der richtige Ansatz für uns. Unser Konzept war eher methodisch, zu sagen, klar, man entwickelt was gemeinsam, aber dann war natürlich das Konzept eher zu sagen, wir finden hier was vor und wir versuchen eigentlich nicht, das, was wir vorfinden, zu überformen, sondern wir versuchen und Dinge auszutauschen, sondern wir versuchen es eigentlich herzurichten. Geld eigentlich, die Maxime war, Geld in Arbeitskraft statt in Materialien zu setzen. Und das war auch eine der Vorgaben oder Ideen, Geflüchtete innerhalb des Sanierungsprozesses zu qualifizieren. Da war unsere Idee mit eben alteingesessenen Münchner Firmen, die alle unter Personalmangel eben qualifizierte Kräfte, wären ja immer weniger hier in der Region sowieso, zu finden, die Interesse daran haben, Leute zu qualifizieren und damit konnten wir überzeugen, also die Impression von der breiten Unterstützung für das Projekt, der breiten Sympathie. Hier eben die ersten Genossenschaftssitzungen in den neu teilbezogenen Räumen und dann eben nach den Diskussionen unser erstes Konzept. Also wie gesagt, die Schwierigkeit für uns lag ein bisschen darin, drei sehr unterschiedliche Häuser, die inhaltlich zusammenzubringen und die in ein gemeinsames Konzept zu stülpen, ohne jetzt wirklich große bauliche Veränderungen vorzunehmen. Das Haus in der Mitte zum Beispiel ist wunderbar mit auf der einen Seite mit Efeu, auf der anderen Seite mit wildem Wein bewachsen. Das steht auch hier, das will man ja auch nicht ändern. Also an der Fassade konnten wir nichts machen. Die Fenster sind leider Plastikfenster, aber trotzdem ist es auch nicht wahnsinnig nachhaltig zu sagen, wir schmeißen jetzt alle Plastikfenster weg, obwohl sie noch dicht sind, und ersetzen sie durch Holzfenster. Also da konnte man nicht so richtig ran. Die Idee war eben, das Ganze zusammenzuziehen durch die Außenanlage. Und was man hier sieht, die Krönung des Ganzen sollte sein, auf dem 50er-Jahre-Haus obendrauf einen Sportplatz zu realisieren, einen zusätzlichen Bolzplatz sozusagen. Das war sozusagen unsere Leitidee hier, an der wir versucht haben, uns zu orientieren. Und im Zentrum stand
eine Tiefgaragenabfahrt, aus der wir ein Amphitheater machen wollten, sozusagen. Die Tiefgarage selber sollte eine Werkstatt werden. Und das Gebäude oben rechts ist eigentlich Kulturveranstaltungsort und Büro des Bellevue. Die links unten befindet sich ein Café, also ein Raum, der als Blumenladen ganz lang genutzt wurde. Wofür er ursprünglich gedacht war, ließ sich nicht wirklich rekonstruieren. Die Idee war eigentlich sehr schnell geboren, das als Café zu nutzen, ein zweigeschossiger, wunderschöner Raum, der eben auch das architektonisch sicherlich Besonderste war, was man hier vorgefunden hat. Und im Zentrum eben ein Wohngebäude von 1860, das auch in einem eigentlich sehr schlechten Zustand war, das wir versucht haben, eben in Wohnnutzung wieder zurückzuführen. Nur mal einfach ein kurzer Blick durch die Grundrisse. Vielleicht interessant hier die Gegenüberstellung von dem Gebäude, dem Eckgebäude, dem grünen Eckgebäude, 50er Jahre Grundriss und was wir daraus gemacht haben. Also die Idee war für unbegleitete jugendliche Flüchtlinge eine WG zu bauen. Es waren zwei Apartments davor, die sehr schwer umzunutzen waren. Und wir haben versucht, eben möglichst alle Sanitärkerne natürlich da zu erhalten, wo sie waren. Und eben auch gerade was die Haustechnik betraf, logischerweise, da kann man natürlich das größte Geld vergraben, wenn man da anfängt, irgendwas zu ändern, eben mit möglichst wenig Eingriffen zu arbeiten. Dann kam auch eine Bauhütte. Das ist ganz lustig. Das wusste ich gar nicht, dass es dann bei den anderen Projekten eben auch eine Bauhütte gab, die Freiwilligen und die Geflüchteten hier mit in den Arbeitsprozess integrieren sollte. Neben natürlich den Fachfirmen. Hier sieht man so Impressionen von dem Bauprozess. Hier mal, was man so vorgefunden hat vor Ort und dann eben, glaube ich, selbsterklärend, wie das Ganze vonstatten ging. Also der Teil der Freiwilligen beschränkt sich natürlich zum Großteil auf Abbrucharbeiten. Die Baumaßnahme haben wir natürlich mit Fachfirmen gemacht, aber eben auch mit erfolgreicher Qualifikation von Geflüchteten, die im Prinzip mehr oder weniger aus den Sammelunterkünften kamen und bei denen es uns gelungen ist, sie tatsächlich in einen Ausbildungsprozess reinzubekommen, was gar nicht so einfach war. Das war sicherlich auch eine der größten Herausforderungen, das zu schaffen, weil natürlich reicht es ja nicht, jemanden wie eine Hilti bedienen lassen zu können, sondern es geht natürlich viel stärker darum, sprachliche Qualifikationen zu schaffen, diejenigen dann befähigt, auch in der Berufsschule mitzukommen und die ganzen schulische Leistungen zu erfüllen. Abgesehen von dem ganzen Papierkram, den sich sicherlich jeder vorstellen kann, der ja auch schwierig war, unter Kontrolle zu bekommen. Das ist jetzt ein Eindruck von dem Ausbau des Veranstaltungsraums. Also da haben wir als Architekten auch selber Hand angelegt. Hier sieht man mich, wie ich hier die Akustik, Holzakustikdecke mit anschraube. Also es war ein Projekt mit absolutem Körpereinsatz, auch für mich als Architekt. Gleichzeitig war auch das Gebäude, sonst wäre es ja langweilig gewesen, also zum Teil die Nutzung. Also wir haben in drei Bauabschnitten gearbeitet, was es sicherlich nicht vereinfacht hat, aber natürlich war klar, dass das Momentum dieser Genossenschaftsgründung und der Freiwilligen jetzt nicht einfach sozusagen hier ohne Raum hat
hätte das sicherlich verpuffen können. Insofern musste man sicherstellen, dass sich diese ganze Bereitschaft, die große Bereitschaft, die da war, was zu tun und Hand anzulegen, auch manifestieren konnte. Und es gab hier zum Beispiel, das war so ein, der sogenannte Open Wednesday, jeden Abend, jeden Mittwochabend trafen sich dann eben Leute, die aus der Nachbarschaft ins Gespräch mit Flüchtlingen kommen wollten und haben gemeinsam irgendwas auf die Beine gestellt oder Sprachpartnerschaften haben sich gegründet und so weiter. Dann irgendwann gingen eben Teile in Betrieb, erste Teile hier des Café. Und das muss ich kurz noch erwähnen, das ist ein Nebenprojekt, weil wir dachten, das Café einfach mit gekauften Möbeln zu bestuhlen, ist eine vergebene Chance. Und deswegen haben wir gemeinsam mit der Hochschule München, Fachbereich Industriedesign, als Studentenprojekt ein Möbel für das Café entwickelt. Die Vorgabe war die, dass wir Möbel entwickeln, die quasi als Industrieprodukte fortproduziert werden und dann mit Geflüchteten personalisiert und montiert werden in Workshops. Das war die Vorgabe, das haben sie auch ganz wunderbar erfüllt, die Vorgabe. Und das Projekt gibt es immer noch. Wir haben das Café bestuhlt und jetzt seit 2 Jahren eigentlich verkaufen wir die Möbel quasi in ehrenamtlicher Arbeit. Also ich bin immer noch Teil dieses Workshops und betreibe den regelmäßig. Und jeder kann jetzt also Tische und Stühle erwerben, die wir dann eben regelmäßig in Workshops fertigen. Und wir haben es sogar auch ins Magazin damit schon geschafft. Da gab es eine Weile lang eine Aktion. Ja, das ist jetzt der Stand von vor 2 Jahren. Wie wir das Projekt umgesetzt haben. Hier hat Bilder von dem Café. Wo wir die 50er Jahre versucht haben, ein bisschen weiter zu spielen und neu zu interpretieren, zeitgemäß. Wir fanden eben gerade auch, dass das Motiv der 50er Jahre hier so unglaublich gut passen zu dem Projekt, weil das ja mit so viel Optimismus und einer Aufbruchstimmung verbunden war, die 50er Jahre. Und das ist auch einfach hier etwas, was das Projekt auszeichnet, was vielleicht unserer Zeit so ein wenig abgeht. Dann hier, wie die renovierten Wohnungen ungefähr aussehen und eben dieses Amphitheater in Benutzung, das wirklich auch so betrieben wird, ganz oft, zumindest vor Corona. Und das zeichnet das Projekt jetzt eben seit 2 Jahren, seitdem das jetzt in Betrieb genommen wurde, aus, dass es eigentlich ein Bienenschwarm ist, dass hier unzählige Veranstaltungen ständig stattfinden und Leute ein- und ausgehen und immer wieder neue Ideen hervorgebracht werden. Aber es gab eben noch ein Projekt, das noch nicht vollendet war, und zwar deswegen ein Teil des Projektes, weil die Genehmigung endlos hinzog wegen Einspruch von Nachbarn und so weiter, weil es auch sehr schwierig war und eine Herausforderung für die Stadt, weil es abstandsrechtlich eigentlich gar nicht möglich war, und zwar das war dieser Bolzplatz. Und als dann irgendwann ist zumindest die Genehmigung da war, gab es dann nochmal eine große Aktion unter Beteiligung von eben auch einiger Prominenz, zu versuchen, dieses Projekt Dachsportplatz umzusetzen. Das geht es jetzt auch schon vor, das ist glaube ich 1,5 Jahre her ungefähr. Seitdem hatten wir dann noch eben ein bisschen mit der Nachbarschaft zu kämpfen, rechtliche Auseinandersetzungen, weil man da versuchte, sozusagen der Stadt München auch Baurecht
gegen eine Zustimmung abzutrotzen, worauf sich die Verwünschung aber natürlich nicht einließ, deswegen musste das wieder ausgefochten werden. Und das ist jetzt hier unsere Idee zu diesem Dachsportplatz als Krone sozusagen hier aufgesetzt. Das Projekt ist inzwischen in der Realisierung. Das sind Bilder der Baustelle, die momentan läuft. Leider kann ich noch nicht mehr zeigen, weil das wird erst im September fertig. Aber wir haben das, so sieht es ungefähr jetzt aus. Wir haben da einen Holzdachstuhl aufbauen müssen, einen ganz flachen, um nicht zu dieses Gewicht hinzuzufügen. Und dann kommt eben dieses Stahlgerüst, das mit so einem goldenen Netz gespannt ist, oben drauf. Eigentlich auch eine relativ einfache Geschichte, aber ich hoffe, dass es ganz schön wird, wenn es dann fertig ist. Ja, zum Abschluss noch hier ein Bild von der auch unrühmlichen Tätigkeit, die ich da verrichtet habe. Ja, herzlichen Dank. Ein auch sehr spannendes Projekt. Mir ist so eine Frage gerade aufgekommen. Die direkte Nachbarschaft, war da auch durchweg Akzeptanz oder gab es da auch Ablehnung und musste man da vielleicht auch so ein bisschen gegen ankämpfen, in Anführungsstrichen? Ja, also komischerweise gab es überhaupt gar keine, oder eigentlich nicht, dass ich wüsste, wirklich irgendeine direkte Opposition. Also man hatte natürlich schlimmste Befürchtungen. Es war ja auch 2015 eine Zeit, in der man, es hätte ja auch anders laufen können. Also man hat ja wirklich gedacht, das könnte jetzt sein. Also man hat eigentlich fast damit gerechnet, dass jemand mal einen Brandsatz da reinbringt. Oder Leute kommen, die einen dies beschimpfen. Aber das ist tatsächlich nicht passiert. Interessanterweise gab es sicherlich einige Neider, aber es gab keine rechtsradikalen Auswüchse und es gab eigentlich auch keine Leute, die sich hier wirklich aus der Nachbarschaft da wirklich beschwert haben. Interessanterweise, hätte niemand damit gedacht. Okay, dann habe ich noch eine Frage an Deadline. Und zwar, ihr habt gesagt, dass ihr selbst Betreiber des Cafés seid. Wie schafft ihr das, neben eurer Architektentätigkeit gleichzeitig auch noch ein Café zu betreiben? Das ist ja nun mal eine ganz andere Tätigkeit. Und seid ihr da einfach ins kalte Wasser gesprungen oder habt ihr euch da irgendwie drauf vorbereitet? Das war einfach ein Sprung ins kalte Wasser. Also wir haben in den Konzeptverfahren diese Nutzung versprochen und wir könnten während der Bauphase keine finden, der das mieten wollte. Dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir das dann selbst mit eigenen Leuten. Das ist natürlich eine hochkomplexe Aufgabe, so eine Café, und haben wir sicher total unterschätzt. Haben wir auch noch nicht gelöst. Aber es macht unglaublich viel Spaß und unglaublich viel Drama. Es ist so ein bisschen die Living TV Soap, würde ich mal sagen. Also es ist einfach eine ganz andere Welt und insofern für uns wahnsinnig spannend und interessant. Und ja, wir arbeiten da jeden Tag dran, dass es besser wird und hoffen, dass wir in ein paar Monaten damit durch sind, sodass es dann, dass wir dann uns da wieder rausziehen können und wieder was anderes machen können. Aber im Moment sind wir da voll dabei. Ja, spannend. Ja, liebes Publikum, von Ihnen sind noch keine Fragen gekommen. Entweder haben die beiden Vorträge Sie so fasziniert oder Sie trauen sich einfach nicht. Also keine Scheu, fragen Sie gerne noch. Jörg, hast du vielleicht noch eine Frage? Ja, natürlich an Matthew Griffin oder Britta Jürgens. Ich erinnere mich, als ich in Berlin einmal um das Gebäude herumgegangen bin, es hat ja eine ganz stark horizontale Betonung, immer mit den Bändern, den Brüstungsbändern und dann dem karbonisierten Holz. Und dann gibt es diesen Abschluss vom Erdgeschossbereich, der eben höher ist, mit den Ladenlokalen drin, mit eurem Café, was ich ja höchst spannend finde. Aber da habt ihr so eine gezackte Linie drin. Das ist nicht ganz horizontal. Wie kam es dazu? Also das Gebäude ist ja wirklich sehr minimal.
in seiner ganzen Kubatur. Es gibt dieses skulpturale Element, diese Spiraltreppe auf der Südseite, aber diese gezackte Linie, diese unregelmäßige. Wie kam es zu der? Das ist auch eine historische Referenz. Ein anderer End der Grundstück stand auch die historische Markthalle 2. Und das ist dann aus dem Schnitt, also einen sehr typischen Markthallen-Schnitt mit. Das ja, aber es war auch sehr, es ist sehr kontrovers. Wir kriegen da einiges zu hören über die Zickzacklinie, aber auch das war natürlich dann ein Gruppenbeschluss. Und interessanterweise haben da Leute aus der Gruppe, die eben eher für absoluten Purismus bekannt sind, für diese Zickzacklinie gestimmt. Und es war ein Vorschlag, den wir aus Überzeugung gemacht haben, weil wir zwar auch zu generell zu Schlichtheit oder einfach minimalistischen Lösungen neigen, aber trotzdem auch immer gern noch so ein bisschen was Verspieltes reinbringen und das dann aber nicht so völlig aus dem leeren Raum gegriffen ist. Und diese historische Markthalle hatte das einfach, dieses Zickzack-Element, und es war wunderschön. Und wir wollten es einfach auch noch irgendwie, noch diese alte Markthalle irgendwo noch mal mit reinbringen. Das Gebäude hat sehr viele verschiedene Ebenen der Ablesbarkeit. Also das wirkt dann so auch als ein Solitär, aber dann die einzelnen Grundstücke sind auch in das Gebäude ablesbar, weil der mittlere Teil 50 cm rausspringt, da entsteht dann diese Schrägen und an die verschiedenen historischen Referenzen. Und das sollte dann eben jetzt nicht immer auf den ersten Blick erschließbar sein. Ja, und auch noch eine zweite Frage nochmal direkt an euch. Von wegen den Dächern. Ihr habt ja erwähnt, dass da diese Dachgärten sind. Also wie hat dann die Gewerbebaugruppe die ganze Geschichte gehandelt? Also es gibt ja diesen sehr schönen großen Dachgarten im mittleren Bereich, in anderen Teilen sind auch welche. Wie läuft das mit der Nutzung? Ich meine, jetzt gerade im Sommer, auch mit der ganzen Gegebenheit, so Abstandsregeln da oben, das ist jetzt ein super Platz, nicht nur ein grandioser Blick auf den Besselpark und das architektonische Szenario außenrum, sondern das ist einfach ein super Aufenthaltsraum. Wie verteilen die das? Wie managen die das mit der Nutzung? Wisst ihr das? Also dazu möchte ich sagen, ich glaube, dass Dachterrassen meistens völlig überbewertet sind. Und wir haben selber bei uns im Haus, wo wir seit über 18 Jahren sind, haben wir auch einen Dachgarten, wo auch alle Leute aus unserem Büro Zugang haben und sich da hinlegen könnten oder setzen. Und das ist ja ein Gewerbebau und das sind alles eben diese Kreativen, die einfach rund um die Uhr am Rotieren sind und die einfach dann doch eher selten sich die Zeit nehmen, sich da hinzusetzen. Also ich hätte gedacht, es wird gar nicht so viel genutzt. Es passieren schon einige Leute Feier, machen da mal eine Feier. Aber im Wesentlichen wird es am meisten natürlich von den Rauchern genutzt. Freuen sich natürlich, dass es da ist. Also es wird schon genutzt, aber es ist jetzt nicht so, dass sich die Leute darum reißen würden, weil die einfach auch keine Zeit haben dazu, das zu nutzen. Ja, weil die einfach am Arbeiten sind. Es ist auch 300 Quadratmeter groß und jetzt mit dem Social Distancing ist es kein Problem, weil da rauchen dann ein paar Leute oder essen Mittag da ganz oft, aber da gibt es Platz genug. Ja, und zugig genug dürfte es auch sein, also dass da immer eine Luftbewegung ist, das auf jeden Fall. Aber ich war mir da insofern nicht so ganz sicher, weil ihr habt es ja selber angedeutet, es gibt ja manchmal so diese Grauzone, auch ziemlich häufig bei Berliner Gewerbeprojekten, also wo es dann auch um Künstlerateliers geht, wo eben so diese Trennscheibe ganz stark ist, dass die Künstler dann nur tagsüber da sind, um Kunst zu machen, sondern häufig eben temporär oder manchmal auch recht durchgängig da dann wohnen. Und damit ist natürlich so die Nutzung von so einer Dachterrasse dann viel naheliegender, als wenn man nur dort zur Arbeit geht, in Anführungszeichen. Es gibt auch hier einige Leute, die gemischte Nutzungen haben, also Einheiten, wo sie selber wohnen und arbeiten, aber es sind wenig, also das ist ein Handvoll Leute. Aber ich glaube auch, es sind ja auch an den aufgehenden Gebäudeteilen, an den Seiten von der Gemeinschaftsdachterrasse, sind ja auch überall Fenster. Also man ist da schon auch sehr beobachtet. Also das ist jetzt nicht so, als ob man dann da und so top ist, sondern halt mittendrin eigentlich. Ja.
Aber es ist auch eine sehr interessante Dachterrasse, weil es dieselbe Höhe ist wie die Bäume in dem Park. Und man hat dann eben einen ganz anderen Bezug. Die meisten Dachterrassen sind viel weiter oben und das ist sehr ungewöhnlich. Und auch durch die zwei aufgehenden Seiten ist man ganz gut geschützt. Also schon eine tolle Terrasse. Ja, es ist jetzt wirklich eine Frage aus dem Publikum gekommen, und zwar erst einmal an Matthias Marschner. Hier hat ein Student die Frage, wie man in die Richtung derartiger Projekte kommt oder ob Sie jetzt häufiger solche Projekte machen und wie werden diese Projekte greifbar? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, lassen Sie mich die so beantworten. Als wir anfingen und dieses Momentum sahen, wie sich dieses Projekt entwickelt hat, aus dem Nichts heraus im Prinzip, waren wir der Meinung, dass es jetzt ganz viele Nachahmer gibt, die so ein ähnliches Projekt vielleicht entwickeln. Und insofern ist die Frage eigentlich so zu beantworten, dass es gibt hier eigentlich niemanden, der einen daran hindert, persönlich sich zu engagieren und so ein Projekt umzusetzen. Und interessanterweise, natürlich ist die Politik schwerfällig. Natürlich ist die Politik erstmal dagegen. Natürlich muss die Politik erstmal ausloten, ob es genügend Unterstützung gibt. Aber im Endeffekt, wenn man wirklich so ein Projekt findet oder entwickelt oder die Idee hat oder das Engagement hat, dann ist die Politik sicherlich nicht die das verhindern wird, weil sie ja letztlich am Ende auch davon profitieren, sowas zu unterstützen. Also Dieter Reiter hat da sicherlich davon profitiert, in seiner Bekanntheit und seiner Beliebtheit hier in München, dass er sich eben wirklich offensiv hinter das Projekt gestellt hat. Und es war auch so, also dass im Verlauf der Zeit die Monaco, die Genossenschaft, immer wieder berichtet davon, dass Leute sie kontaktiert hätten, die gesagt haben, die sie angerufen haben und gemeint haben, ja, also wir haben da irgendwo am Rande von München oder irgendwo ein Projekt, da könnte man da auch mal was machen, könnt ihr da nicht mal hinkommen und was draus machen? Und das ist eben genau nicht, wie es funktioniert. Bellevue de Monaco ist wirklich, die haben das sicherlich auch selber unterschätzt, was das für ein Aufwand ist, sowas auf die Beine zu stellen und am Laufen zu halten und so am Laufen zu halten, dass es auch wirklich gut funktioniert und dass da nichts schief geht. Das ist nicht, was weiß ich, bei irgendeiner Sprachpartnerschaft zu sexuellen Übergriffen kommt oder so. Das ist ja, man muss ja da irgendwo auch Qualität sicherstellen. Das heißt, natürlich konnten die sich jetzt kein weiteres Projekt so einfach ans Bein binden, aber jeder andere, der sowas machen möchte, dem steht das frei. Ich glaube, ob der jetzt Architekt ist oder ob der einfach nur ein engagierter Bürger ist, die Möglichkeiten sind sicherlich nicht auf München beschränkt. Ich meine, es sind ja zwei sehr, sehr ähnliche Projekte, denke ich, zwar ganz unterschiedlich und wir haben jetzt hier als Architekten sicherlich den Anstoß gegeben, aber wir haben, glaube ich, relativ früh begriffen, dass das was Tolles ist, wo man besser dabei ist als nicht. Jetzt vielleicht an beide die nächste Frage. Gibt es eine Empfehlung oder gibt es einen Rat für Architekten, die überlegen, sich anzufangen, über die normale Planung hinaus sich zu engagieren? Einfach weitermachen und nicht aufgeben. Also ich meine, das ist bei so einem Projekt, da kommt dann eine Unwägbarkeit nach dem anderen. Und da darf man nicht zu weit im Voraus denken. Ich glaube, man muss da Spaß dran haben am Abenteuer, sonst man muss da einen Kick draus kriegen. Man muss daraus einen Kick kriegen, wo andere Leute Angst kriegen. Oder diese Unsicherheit, die muss man wollen.
Ja, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Als wir den Zuschlag bekommen hatten für das Projekt, auf jeden Fall erstmal eine Woche schlecht geschlafen, weil mir schon auch klar war, dass das nicht nur Spaß wird. Und das ist natürlich auch logischerweise eine große Gefahr des Scheiterns in sich birgt, so ein Projekt. Das hätte auch absolut grandios schiefgehen können. Das war völlig klar. Und das trifft sicherlich nicht mehr auf das Projekt zu. Also wir haben Glück gehabt und wir haben auch tolle, es war einfach insgesamt einfach ein unglaubliches Engagement, das aber auch wirklich bis an die Grenzen des Burnout ging bei vielen Menschen. Also wir haben, da wurden schon auch einige verschlissen im Laufe der Zeit. Jetzt nicht unbedingt bei uns, aber in Belgien, in Monaco, weil es einfach eine, es war ein bisschen auch ein Himmelfahrtskommando, aus dem Nichts heraus sowas hinzustellen, was gleichzeitig eben dann auch Seriosität und Qualität hat. Also das muss man wollen. Das muss man wollen und dann hoffen wir, dass es viele Architekten da draußen gibt, die den Mut haben, sich in solche Projekte hineinzustürzen und dass wir dann in Zukunft noch weitere von diesen großartigen Projekten haben werden. Ich ja, bedanke mich. Ja, Jörg, Entschuldigung. Ja, vielleicht nur mal zu Matthias Marschner. Also was ich beachtlich finde, was ich so nicht wusste, ist, dass jetzt tatsächlich dieser Schlussstein eigentlich kommt mit dem Bolzplatz auf dem Dach. Also gerade auch mit der Vorgeschichte, dass dieser Bolzplatz, wenn man dort ist, der ist wirklich so irgendwie zwischen den Gebäuden eingeklemmt. Man wundert sich, ja, was ist da eigentlich, dass das der Auslöser war und dass das jetzt als Superzeichen oben aufs Dach kommt, ein weiterer Bolzplatz. Und damit hat man auch ein irrsinniges Bild, also jetzt mal rein architektonisch gesprochen, ein irrsinniges Bild von dieser Flächenkonkurrenz in der Stadt, nicht? Und dieser Frage, wie sieht das mit den Kindern mitten im Stadtzentrum aus? Und da bekommt die Sache einfach wirklich nochmal so einen weiteren Dreh. Das ist wirklich ein ganz starkes architektonisches Bild. Finde ich total beeindruckend. Bin ich absolut gespannt, wenn ich nächstes Mal nach München komme, muss ich mir sofort anschauen da oben. Gerne, ja. Also wie gesagt, wenn alles gut geht, im September sind wir soweit. Und das ist auch wirklich natürlich, das war das Baby von, also wir hatten die Idee, da so einen Bolzplatz oben drauf zu machen. Und der Phil Hoffmann hat sofort gesagt, das machen wir. Und das ist natürlich auch, muss man sagen, hier ein großer Motor an dem ganzen Projekt gewesen. Jemand, der eigentlich nicht wirklich, der sich nicht damit abfindet, dass die Politik erstmal grundsätzlich gegen alles ist, logischerweise. Und es natürlich riesen Widerstände gibt. Und natürlich ist das ein i-Tüpfelchen, das jetzt nicht unbedingt, das ist natürlich ein Symbol mehr und na, Gott sei Dank ist das jetzt auch komplett über Spenden finanziert worden und natürlich haben sich da einige dranhängen können. Also der FC Bayern hat man ja vorhin auch im Bild gesehen, ist da groß dabei, aber eben auch andere, die Ball war, ist da groß jetzt als Spender eingestiegen und viele andere. Das ist natürlich ein Symbol, das ist klar. Also ist auch, ja, ich bin auch gespannt, wie es wirken wird und wie es genutzt wird vor allem. Gut, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, herzlichen Dank an die Redner heute. Herzlichen Dank, Jörg, als Vertretung für Peter. Du hast es sehr gut gemacht. Und herzlichen Dank an Sie, die Zuhörer, dass Sie wieder heute so zahlreich dabei waren und uns treu bleiben. In der nächsten Woche haben wir ein Jungarchitekturgespräch zur selben Zeit, 17 Uhr, mit dem Thema Retail and Corporate Architecture. Da begrüßen wir die Architekturbüros Raumkontor aus Düsseldorf und BEHF aus Wien. Und in 2 Wochen dann wieder zur gewohnten Zeit die DAM Lecture mit den nächsten beiden Vorträgen. Alles können Sie natürlich nachlesen noch auf jung.de/lectures. Und ein kleiner Tipp noch, hören Sie gerne auch in unsere Podcasts rein. Ansonsten bedanke ich mich und freue mich, Sie beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dann. Danke auch. Ciao. Wiedersehen.